Ein Essen für eine Person. Ohne großen Aufwand. Das zeige ich euch heute. Danke für die Unterstützung dieses Videos an Music Sculptor. Music for Storytellers. Und jetzt guten Hunger mit Ning's Dinner for One. Wenn ihr für euch allein kochen müsst, dann muss das kein Tiefkühlessen sein. Stattdessen das hier. Bohnen-Hähnchen-Reis. Fertig in einer halben Stunde. Und dazu brauchen wir folgende Zutaten. 100 Gramm Bohnen, 100 Gramm Hähnchen geschnetzeltes, ein paar Pilze, ein Stern Anis, eine Zwiebel, 15 Gramm Ingwer, 60 Gramm Parboiled-Reis. Geht schnell und ist gesund. 1 bis 2 Esslöffel Sojasauce, Salz und Pfeffer, Öl. Zwiebel klein schneiden. Ingwer auch. Pilze ebenso. Hey! Bei den Bohnen die Spitze abschneiden und halbieren. Öl in die Pfanne. Wir braten das Hähnchenfleisch an, bis die Farbe sich ändert. Hey! Dann Zwiebel, Ingwer und Sternanis dazugeben, bis sie gut duftet. Dann Pilze. Ein bisschen umrühren, dann geben wir Bohnen rein. Sojasauce, ein bisschen umrühren, Salz und Pfeffer nach Belieben, dann Reis dazu. Wasser dazu geben, bis alles gerade bedeckt ist. 12 bis 15 Minuten kochen lassen. In der Zwischenzeit mache ich für mich einen geprügelten Gurkensalat. Den Link zum Rezept findet ihr hier oder in der Beschreibung. Zum Schluss Soße reduzieren lassen. So, fertig. Dinner for One. Bohnen-Hähnchen-Reis. Wenn ihr wollt, mit einem Gurkensalat. Guten Appetit. Bis nächstes Mal. Tschüss.